Herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema, die Funktion der Farben. Sie nehmen jeden Tag Farben wahr. Die ganze Welt ist ausgefüllt mit Farben. Haben Sie sich schon mal gefragt, ob die eine Funktion haben? Warum das eigentlich so ist? Gibt es andere Lebewesen, die vielleicht keine Farben wahrnehmen oder noch viel mehr Farben als wir? Ich möchte Ihnen jetzt in dieser Folge und in den nächsten 6 Folgen die biologischen und kulturellen Funktionen der Farbe einmal vorstellen. Das ist nicht nur wichtig für Ihr Farbwissen, sondern wer die biologischen und kulturellen Funktionen der Farbe kennt, kann auch wirklich sehr systematisch und methodisch mit Farben gestalten und vor allen Dingen deren Wirkungen beherrschen. Schauen wir uns das kurz zusammen an. Beginnen tun wir heute mit der Orientierung. Besonders farbenprächtig sind die tropischen Weltregionen dieser Erde und die tropischen Regenwälder. Merken Sie den Zusammenhang, wo es die meisten Arten gibt, das meiste Leben auf der Erde, da geht es auch am buntesten zu. Also bunt ist nicht nur einfach lustig oder schön oder manchmal auch zu viel, sondern wo es für uns besonders bunt wirkt in der Natur, da ist die Farbe ein ganz, ganz wichtiges Kommunikationsmittel. Und da wissen wir auch, okay, es muss unheimlich viele Arten geben, die auf kleinsten, engsten Raum zusammen leben müssen. Die müssen sich orientieren. Und was hilft da besser, Sie kennen das selber, als Farbe? Schauen wir uns mal den Weltmeister der Farbwahrnehmung an. Ein unnachahmlicher Künstler und Magier der Farbkommunikation. Das ist der Fangschreckenkrebs. Seine Komplexaugen können die Umwelt völlig unabhängig voneinander sehen und zudem ultraviolettes und polarisiertes Licht wahrnehmen. Er hat 14 unterschiedliche Lichtrezeptoren und 12 Sehfarbkanäle, die zwischen Augen und Gehirn die Farbinformationen hin und her schicken. Vergleichen Sie das mit unseren. Wir haben 3 Rezeptoren für Farben, Rot, Grün und Blau. Und dann haben wir 3 Kanäle, Sehnerven, die zum Gehirn gehen. Das heißt, Sie können sich vorstellen, dass da eine unglaubliche Differenzierung möglich ist. Und es wird natürlich immer wieder gefragt, was sieht denn so ein Tier eigentlich? Vögel, Fische, die alle mehr Rezeptoren haben als wir. Und Sie können davon ausgehen, dass deren Farbraum, den wir niemals erfahren können, sehr, sehr viel komplexer ist als unserer. Wir können also mittels Technik ultraviolettes Licht detektieren und wir können auch nachweisen in Experimenten, dass diese Tiere darauf reagieren. Aber was sie tatsächlich erleben, das wird uns für immer verborgen bleiben. Das Naturgesetz höhere Farbvielfalt ist gleich komplexere Kommunikation, gilt also für die gesamte Natur. Es gilt aber auch für unseren Kulturraum. Denken Sie zum Beispiel an Großstädte. Es wird gleich viel bunter als auf dem Dorf oder in kleineren Siedlungen. Das heißt, umso mehr Menschen auch auf engem Raum zusammenleben, umso bunter wird unsere Kultur. Das ist also kein Zufall, sondern das dient der Kommunikation, weil sehr, sehr viele Individuen, sehr viele Milieus, sehr viele Gruppierungen müssen sich untereinander verständigen, ihr Zusammengehörigkeitsgefühl ausdrücken. Sie wollen sich wiedererkennen, sie wollen ihr Lebensgefühl zum Ausdruck bringen. Und deshalb merkt man, ja, da sind viele, viele Menschen, auch oft aus unterschiedlichen Kulturen, mit unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Herkunft. Und dann merkt man, okay, es wird ganz schön bunt. Aber auch das heißt natürlich nicht, dass das einfach nur so eine Art Zierde ist, sondern es gibt eine exakte Kommunikation und Orientierung. Wir wissen also, wenn wir durch die Straße gehen, wo kommt jemand wohl ungefähr her? Was für eine Religion gehört der vielleicht zu oder vielleicht auch gar keine Religion? Ist er so ein bisschen kreativer oder ist er eigentlich eher so ein Geschäftsmann oder Frau? Das sind also so viele kleine Werturteile, die wir fällen, nur von den Kleidungsfarben gesehen oder von den Farben der Objekte, die im Gebrauch sind. Wenn wir dann die Wohnung anschauen, auch da ist noch die Orientierung viel stärker an den Farben, weil man merkt natürlich sofort, schon wenn man reinkommt, das Gebäude hat eine Farbe, der Eingang und so weiter. Und mit dieser Art, seine Umwelt zu färben, markieren wir nicht nur unser Quartier, sondern wir geben natürlich auch an, wer wir sind, und das schafft Orientierung. Wir orientieren uns in Farben in Mode und Produktdesign. Selbst Naturprodukte wie Hölzer, Steine, Metalle und Fasern wählen wir nach ihrer Farbe aus. Wir orientieren uns an Farben aus dem Produktmarketing, in Warenhäusern, Supermärkten und Shopping-Mails. Wo viele ähnliche Angebote um die Gunst der Käufer konkurrieren,
erreicht die Symbolkraft der Farben eine ungeheure Macht. Wir orientieren uns an Farben aber auch aus ganz praktischen Gründen. In Handwerk und Technik, schauen Sie hier einen Kontrollraum zum Beispiel des Atomkraftwerkes Tschernobyl oder auch das digitale Kontrollzentrum hier in einem Flugzeugcockpit, wo es sehr komplex zugeht. Ob das jetzt so klappt wie in Tschernobyl oder auch gut klappt wie bei unseren Flugzeugen, ist eine andere Sache. Aber Sie merken, Farbe schafft Orientierung dort, wo viele Instrumente in kurzer Zeit im Blick behalten werden müssen. Also auch dort ist Farbe für die Orientierung in Gebrauch. Wir orientieren uns an Farben, aber auch in Wissenschaft und Forschung. Schauen Sie hier das Bild vom Coronavirus. Damit wir die abgebildeten Inhalte schneller wahrnehmen und besser verstehen und begreifen können, schaffen wir Modelle, ja, wo wir in verschiedenen Farben verschiedene Sachverhalte markieren. Also auch bei den Modellen der Naturwissenschaften ist Farbe ein ganz wichtiges Instrument, um schnell und einfach Sachverhalte erkennen zu können. Die Macht der Farben wurzelt in ihrer Natur. Denn ein Sinnesmedium, welches täglich fast unsere gesamte Aufmerksamkeit und etwa 60-80% unserer Gehirnleistung in Anspruch nimmt, muss für uns von unvorstellbar hohem Nutzen sein. Das schauen wir uns aber in einem anderen Beitrag an. Also der Weg der Farbe von der Umwelt über die Augen bis in die bewusstseinsfähigen Areale unseres Gehirns. Wenn wir das zusammenfassen, können wir festhalten, Farben bilden in der Natur, wie aber auch in unserer Kultur, das leistungsfähigste Orientierungssystem der Erde. Farben dienen der Orientierung im Raum. Sie merken das schon, wenn Sie jetzt nach draußen blicken, egal wie spät es bei Ihnen gerade ist, Sie sind orientiert. Sie haben eine ungefähre Vorstellung von der Tageszeit, aber auch von der Jahreszeit. Das heißt, Farbe vermittelt uns sofort eine Vorstellung, ja, in was für einem Abschnitt des Tages oder Jahres wir gerade sind. Und das ist natürlich eine wahnsinnig wichtige Information. Stellen Sie sich vor, in den Jahren, bevor es Uhren gab zum Beispiel, war das der einzigste Hinweis darauf, was für eine Zeit man gerade hat, wie man sich vorbereiten muss auf vielleicht den Winter, der kommt, oder auf die Nacht, die naht und so weiter. Das heißt, unser Körper muss gar nicht mal bewusst registrieren, wie spät es ist, sondern wir haben ein System bei uns oben im Gehirn, das uns genau, ja, die Uhrzeit quasi mitteilt und unsere ganze Leistungsfähigkeit auf die entsprechende Tages- und Jahreszeit abstellt. Dieser Zeitmechanismus sorgt dafür, dass Hormone ausgeschüttet werden, also Wach- oder Schlafhormone, Serotonine oder Melatonine. Und dann merkt man irgendwo, wir werden munter, ja, wenn die Himmelsfarbe, ja, anfängt blauer zu werden, wenn der Himmel Licht ist, wenn es Helligkeit dazukommt. Und wir werden wieder müder, wenn es dann wieder wärmeres Licht gibt, wenn es langsam dunkler wird, wenn die Farbigkeit der Welt langsam abnimmt, alle Oberflächen sich nach und nach entfärben. Das heißt, jeden Tag färbt sich die Welt von neuem ein und entfärbt sich, wenn das Licht wieder untergeht. Und das Gleiche natürlich über die Jahreszeiten mit dem Sonnenstand. Umso tiefer oder höher die Sonne steht, ja, umso stärker ändern sich natürlich die Farben. Kann man sich vorstellen, durch den Winkel, wo das Licht auf die Oberflächen fällt, durch die Intensität, die das Sonnenlicht hat, ändert sich auch die Farbigkeit der Welt. Doch nicht nur die Lichtfarben, sondern auch alle Körperfarben, also alle Oberflächen dieser Welt, verändern sich tatsächlich mit der Zeit. Das ist also unglaublich interessant, wenn Sie Oberflächenfarben beobachten während des Tages. Ja. Und im Wechsel des Tageslichts merkt man natürlich zu unseren Gedächtnisfarben, wo wir so in etwa, ja, die Mittagszeit abgespeichert haben. Wir sagen also, die Eigenfarbe, so die echte Farbe eines Gegenstandes, ist in etwa immer zur Mittagszeit festgelegt, auch bei gutem Licht. Wenn es also etwas später oder früher wird, sich die Farbe des Gegenstandes verändert, haben wir immer den Eindruck, ja, das ist der Einfluss der Zeit. Aber eigentlich sieht dieser Stuhl, dieser Tisch, dieses Hemd, diese Haare, diese Hautfarbe doch ganz anders aus. Das heißt, die Referenz, ja, der Objektfarben ist bei uns immer Mittagszeit, höchster Sonnenstand, meistens auch Sommer. Und wenn sich dann quasi die Farben verändern, dann merken wir, okay, das ist der Einfluss des Lichts. Also da wirkt quasi auf diese echte Oberfläche tatsächlich der Einfluss des Sonnenstandes oder des Kunstlichts. Ist natürlich sehr willkürlich gesetzt, weil im Prinzip kann man sagen, warum ist die Objektfarbe mittags echter als morgens oder
in der Nacht. Aber schauen wir uns nochmal einen zweiten wichtigen Punkt an. Das ist das Wetter, dessen Gegenwart und Zukunft wir an den Farben von Himmel und Erde sehen. Also auch lange vor dem Wetterbericht konnten Menschen in den Himmel schauen und sich an der Farbigkeit orientieren und schauen, gehe ich jetzt nach draußen, gehe ich nochmal los oder bleibe ich lieber zu Hause? Ja, bringe ich jetzt meine Ernte ein oder warte ich lieber noch damit? Also viele, viele Informationen lassen sich tatsächlich über die Farbigkeit des Himmels und der Objekte ablesen. Selbst wenn Sie heute modernen Wetterbericht angucken, sehen Sie immer noch schöne farbige Karten mit Sonnensymbolen, Wolkensymbolen und so weiter, dem Hagel, dem Unwetter. Man merkt eigentlich ganz gut, dass wir auch solche Icons wunderbar verstehen und viel schneller als gesprochenen Text. Schauen wir uns die Jahreszeiten mal zusammen an, weil die Jahreszeiten sind natürlich nicht nur wichtig für unsere zeitliche Orientierung, sondern sie haben auch einen großen Einfluss auf Mode, Interior und Produktdesign. Das heißt, Sie sehen Frühlingsfarben, Sommerfarben, Herbst- und Winterfarbigkeiten. Und das ist natürlich auch ein tolles Marketinginstrument, weil wir orientieren uns so ein Stück weit mit unseren Kleidungsfarben auch an den Jahreszeiten. Man sagt natürlich immer wieder, ja, warum? Ja, können wir nicht einfach Sommerfarben im Winter tragen, dann wird doch alles viel fröhlicher. Tun wir aber nicht. Intuitiv nehmen wir die Farben der Lichtverhältnisse um uns herum an. Wir interagieren, also kommunizieren mit der Umwelt, mit unserer Stimmung, mit unserem inneren Lebensgefühl und den äußeren Bedingungen. Und dann passen wir uns quasi an. Und mit genau so einer Macht ist im Frühjahr mit dem ersten Licht, fangen wir wieder an, ja, unsere helle, unsere fröhlichen Farben herauszuholen, die Sommerkleidung herauszuholen oder vielleicht sogar was Neues zu erwerben. Und das funktioniert natürlich als Marketinginstrument ganz wunderbar. Farben schaffen Orientierung in komplexen Umweltsituationen. Finden Sie Frau Smith auf diesem Bild? Das ist New York Central Station. Sie trägt einen roten Pullover, kurzer Hinweis. Sie merken, wenn Sie eine unbekannte Person vom Bahnhof abholen und nur deren Namen kennen, dann sind Sie verloren. Das heißt, Sie brauchen immer Hinweise und da hilft natürlich gelber Regenmantel, roter Schirm oder grüner Koffer. Ganz wunderbar. Aber auch Leitsysteme, das heißt in sehr komplexen Lebensumwelten wie halt Bahnhöfen, Flughäfen oder auch Straßenverkehrswegen, hat man natürlich Farbleitsysteme und die wirken ganz fantastisch. Das heißt, sie regulieren unser Verhalten, sie schaffen Orientierung und damit sind auch komplexe Lebenssituationen von uns zu meistern. Wenn Sie da die Farben weglassen, dann hat man Probleme. Nicht umsonst ist es so, dass man mit Farbenfehlsichtigkeit oder gar Farbenblindheit nicht Pilot werden darf oder bestimmte Berufe ausüben darf, wo es sehr stark auf Orientierung nach Farben ankommt. Farbe war schon immer und in allen Kulturen ein selbstverständlicher Teil der Architektur, weshalb die antiken Tempel der Akropolis auch nicht marmorweiß, sondern buntfarbig bemalt waren. Klar, kann sich ja sonst keiner orientieren. Das heißt, Farbe schafft natürlich Orientierung. Das heißt, wir sehen den Gebäuden ihren Gebrauchszweck von außen an. Wenn wir also als Fremder durch eine Stadt laufen, können wir natürlich in einer farbig gekennzeichneten Welt, also wo quasi Farbe symbolisch auch verwendet wird, natürlich wunderbar Funktionen dieser Gebäude ablesen. Wir sehen, dürfen wir da reingehen oder lieber auch nicht. Ja. Ist das ein öffentliches Gebäude oder halt privat? Ist das irgendwie ein Gebäude von einer hochstehenden Person oder ist das etwas, wo jeder quasi rein kann? In der Vergangenheit war der gesamte Kulturraum ein Farbleitsystem. Jedes Haus hatte seine farbtypische Kennzeichnung, also Farbsymbole für das Rathaus, für das Schloss, für Zunfthäuser, für die Bäckerei, für die Weinstube. Alles war in bestimmten Farben gekennzeichnet. Auch die Häuser der Bürger untereinander waren farblich unterschieden. Und man konnte sich wunderbar an den Farben intuitiv in Städten orientieren. In Altstädten, historischen Altstädten mit dem historischen Farbbild, können Sie das auch heute noch. In Städten der Nachkriegsmoderne ist dieses Farbleitsystem verloren gegangen. Hier haben wir das Rathaus von Breslau. Und da sehen wir ganz schön, egal wo wir sind, in welcher Stadt auch immer, wo diese typische Färbung gilt, wissen wir sofort, okay, da ist der Turm, Formensprache eindeutig, und die rote Färbung,
muss ein Rathaus sein. Auf der anderen Seite funktioniert das auch der Welt. Hier sehen wir zum Beispiel Frauen in Mittelamerika und an der Kleidung können die Frauen zum Beispiel sofort sehen, aus welchem Dorf kommen die, sind die verheiratet, was für einen Stand haben die. Also viele, viele Informationen zur Person sind an der Kleidung ablesbar. Und tatsächlich ist das so, wenn Sie diese Kleidung angucken, wenn die noch authentisch gemacht wird, ist die in jedem Dorf leicht verschieden. Das funktioniert in Lateinamerika genauso wie in Japan oder es auch in Europa funktioniert hat vor der Moderne. Ohne verbindliche Farbcodes geht die Orientierung schnell verloren. Schauen Sie sich hier das Rathaus von Dortmund an. Wenn Sie nicht wissen, dass da ein Rathaus drin ist, dann gehen Sie hier verloren. Sie wissen also nicht, welches Gebäude das Richtige sein kann. Und das nächste ist, Sie finden auch nicht so schnell den Eingang. Also bei modernen Gebäuden muss man oft drum herumlaufen, weil auch da wieder die Formensprache, also den Eingang zu betonen oder die Farbensprache auf den Eingang hinzuweisen, nicht funktioniert. Hier merkt man natürlich auch ganz schnell, die Anonymität zum Beispiel einer Stadt. Wenn Menschen auch nicht mehr farblich quasi individuell gekleidet sind, sieht man ganz schön bei so großen Arbeitsstätten, so Bürokomplexen, wenn dann nachher quasi sich die ganzen grau gekleideten Arbeitnehmer auf die Straßen entleeren. Auf einmal weiß man gar nicht mehr, es ist eine große graue Masse. Ich weiß nicht, ob Sie das schon mal beobachtet haben. Das kann man in den Geschäftsdistrikten von New York und London wunderbar sehen. Auch Hongkong, man weiß irgendwie gar nicht mehr genau, woher die Menschen kommen, wohin die gehen, wozu die gehören. Also es ist eigentlich eine große graue Masse, die da auf einen zukommt, da Mittag isst und wieder verschwindet. Und erst wenn die Freizeit kommt, dann werden sie wieder zu Individuen und dann kann man sich wieder so ein Stück weit orientieren. Wenn man sich dann zum Beispiel dieses Lichtsystem anguckt, das heißt, in manchen Ländern funktioniert natürlich auch das Farbleitsystem nicht nur über Objektfarben oder Kleidungsfarben oder Produktfarben, sondern auch Werbeflächen zum Beispiel, Lichtsysteme sind auch ein wichtiges Medium zur Orientierung. Wo die Orientierung im Raum nicht mehr ausreicht, entwickeln wir effektive Farbleitsysteme. Denken Sie an unsere ganzen Verkehrszeichen zum Beispiel oder die Verbots- und Gebotsschilder. Wir haben also für jede, für alle verbindliche Handlung haben wir bestimmte Farbkodierungen und bestimmte Symbole drauf. Also auch hier wieder Form und Farbensprache gehen Hand in Hand und schaffen auch international eindeutige Regeln für das Miteinander. An anderer Stelle ist es Ihnen wahrscheinlich kaum, fällt es Ihnen wahrscheinlich kaum noch auf, nämlich wenn Sie zum Beispiel im Auto sitzen und navigieren oder mit dem Rad oder zu Fuß durch fremde Städte laufen. Wer hat da nicht sein Navigationssystem an? Und auch hier merken wir, umso farbloser die Umwelt wird, umso wichtiger wird der Blick auf den Bildschirm. Da zeigt uns die farbige Linie genau unseren Weg in der Umgebung ein. Wichtige Symbole werden eingeblendet, wie zum Beispiel Läden und Orientierungspunkte, manchmal auch die Geschwindigkeit oder bestimmte Fähr- und Gebotsschilder. Das heißt, unser Navigationssystem zeigt sehr, sehr schön an den Farben, wie wir uns zu orientieren haben. Oder auch wenn Sie Apps starten im Auto, ist natürlich jede Sekunde wichtig, Bruchteile von Sekunden. Wenn Sie dort keine Farbe zur Verfügung hätten, um unter der Vielzahl der Apps die richtige auszuwählen, würden Sie unter Umständen das gar nicht bedienen können. Also Bedienhilfen bei komplexen Systemen, Orientierung in komplexen Umweltsituationen. Die Farbe ist aus unseren modernen Welten im Bereich der Orientierung nicht mehr wegzudenken. Kommen wir zum letzten wichtigen Thema, wo die Farbe eine entscheidende Rolle spielt. Das sind die virtuellen Welten, die Welten des Internets, der digitalen Endgeräte. Dort merkt man, wenn ich jetzt die App finden will, das App-Symbol auch wieder ein farbiger Icon. Wenn ich ein Unternehmen finden will und nicht immer wieder neu danach suchen will, merkt man, die haben ein farbiges Logo. Viel besser zu erkennen als eine Nummer oder ein Buchstabe oder irgendetwas anderes. Das heißt, Beispiel hier, DHL zum Beispiel, wenn Sie den Wagen sehen, wenn Sie die Pakete sehen, wenn Sie die Menschen sehen, die dafür arbeiten, wenn Sie die Filialen sehen, früher auch die Briefkästen, man weiß immer genau, da hat man irgendetwas mit diesem Transportunternehmen zu tun. Und sogar wenn man ins Web geht, also auf seinem Smartphone, dann tatsächlich da nochmal das Unternehmen, die Angebote des Unternehmens nutzen möchte, findet man auch wieder die Symbolik und kann damit schnell interagieren. Wir nennen das Corporate Color Design, das heißt,
Es gibt einen festgelegten Kanon von Farben, der fängt beim Logo an, geht über bestimmte Objektfarben weiter, bis in das Internet hinein oder auch die Kleidung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und so wird ein ganzes Unternehmen identifizierbar und auch unverwechselbar. Wir haben uns jetzt gemeinsam die erste Funktion der Farben angeschaut und Sie merken, wie wichtig die Orientierung schon ist. Nicht minder wichtig ist die Gesundheit, also der Einfluss der Farbe auf unser gesundes Leben, auf unser Wohlbefinden. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an.